Gemischte Leistung. Lokführer, Sie warten auf einen verspäteten nach Norden fahrenden Zug, der uns passieren wird. Danach sollten Sie freie Fahrt haben. Und damit willkommen zurück in Trainsim World 2 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix, der Weise. Und wir machen heute eine kleine Zeitreise in die verspäteten 1970er und frühen 1980er Jahre. Wir befinden uns wieder in den USA auf der Clinchfield Railroad. Diese Strecke ist schon am 8. April 2021 als DLC für Trainsim World 2 veröffentlicht worden und kostet 29,99 €. Es handelt sich hier wieder um eine typische amerikanische Güterzugstrecke. Das heißt, wir fahren hier auf dieser Strecke keine Personenzüge, sondern ausschließlich Güterzüge. Und der Schwerpunkt dieser Gütertransporte, wie ihr hier auch gerade beim entgegenkommenden Zug seht, das ist vor allem der Transport von Kohle, denn die Strecke befindet sich in zwei US-Bundesstaaten, wo eben sehr viel Kohleabbau stattfindet und verbindet. Die Orte Elkhorn City im US-Bundesstaat Kentucky mit Dante im US-Bundesstaat Virginia. Die Hauptstrecke ist 37 Meilen lang und es gibt ja noch zahlreiche Nebenstrecken. Und diese Nebenstrecken, wenn man die Nebenstrecken mit der Hauptstrecke addiert, so kommt man auf eine Gesamtlänge. So, frei zur Weiterfahrt nach Delano im Süden erwarten Sie eine weitere Zugkreuzung dort. Das ist doch sehr interessant und wir springen jetzt mal ans Ende unseres Zuges. Und neben den Güterwagen gibt es für diese Güterzüge hier natürlich auch die Begleitwagen, die hier damals unterwegs waren. Und hier kommt uns nochmal der Zug entgegen, auf den wir jetzt hier gerade warten mussten. Also nochmal die Hauptstrecke. Verbindet über 37 Meilen die Orte Elkhorn City in Kentucky mit Dante in Virginia. Zusätzlich gibt es noch, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene kleine oder große Nebenstrecken. Die Nebenstreckenlänge, die unterscheiden sich zwischen 2 bis 14 Meilen. Addiert man das gesamte Streckennetz zusammen, so kommen wir hier auf eine Gesamtlänge von 99 Kilometern und damit ist dies zurzeit die längste Strecke, die es für Trainsim World 2 gibt. So, der KI-Zug hat uns jetzt nun auch passiert und wie gesagt, wir haben schon die Nachricht bekommen, dass die Strecke jetzt frei ist. Das heißt, wir rüsten unser Fahrzeug komplett auf, stellen dies jetzt erstmal hier auf die Fahrzeugauswahl auf 4 und dann müssen wir natürlich noch die Treibstoffpumpe einschalten. Dann muss das Generatorenfeld eingeschaltet werden und der Motorlauf. Das muss hier auf Serienparallelschaltung und natürlich das hier auf Fracht gestellt werden. Und dann sollen wir schon in Bewegung kommen. Und eine weitere Besonderheit dieser Strecke, und das hängt auch mit der Zeit zusammen, in der sich das ganze DLC spielt, wie schon erwähnt, späte 70er, frühe 1980er Jahre. Das hat halt den Vorteil, dass wir hier Diesellokomotiven aus 2 verschiedenen Generationen fahren können. Da steht uns hier einmal die F7 zur Verfügung und ihr seht, das ist eben noch das etwas ältere Design. Und dann haben wir aber auch zufällig gerade auch in unserem Zugverband eine modernere Diesellokomotive, das ist die SD40. Das Ganze natürlich auch im Design der Clinchfield Railroad, die das Ganze ja hier betrieben hat in der Zeit. Für den Kohletransport, ihr habt es ja schon gesehen, stehen uns natürlich verschiedene Güterwagen zur Verfügung und eben am Ende auch dieser Begleitwagen, wobei wir ja leider nicht als Passagier während der Fahrt in diesen Begleitwagen springen können. So, Richtungswender ist auf vorwärts gesetzt und das bedeutet für uns, wir können uns nun auf den Weg machen und wir haben einen sehr, sehr langen Güterzug, den wir jetzt hier fahren. Das bedeutet, da müssen wir auch erst einmal... da müssen wir auch erst einmal sehen, dass wir hier überhaupt in die Gänge kommen mit diesem Zug. Aber da haben wir ja hier, wie ihr seht, auch hier die Hilfsfunktion, die uns so ein bisschen anzeigen, wie stark wir beschleunigen dürfen, ohne dass wir jetzt hier zum Beispiel der Radschlupf... So, Moment, die Bremse ist doch... Ach so, wir müssen diese Bremse noch... Wartet mal, da müssen wir natürlich diese Bremse lösen, sonst geht das ja gar nicht. So, und jetzt muss die auch gelöst werden. Die ist doch gelöst, oder? So, und jetzt geht's aber auch. Ja, also, Clinchfield Railroad, da habt ihr euch ja, wie gesagt, schon länger ein Let's Play zu dieser Strecke gewünscht, aber ich bin einfach aus zeitlichen Gründen noch nicht, bis jetzt noch nicht so dazu gekommen. Wie gesagt, so eine Güterzugstrecke speziell zu erkunden, das braucht ja auch so einiges an Zeit, deswegen... Naja, fangen wir heute zwar damit an, aber
bis das Ganze hier eben komplett erkundet ist, das wird schon noch einige Zeit dauern. Und zwischendurch steht ja schon wieder die nächste neue Trains in World-Strecke in den Startlöchern. Und dabei handelt es sich ja um die erste schottische Strecke mit der Cathcart Line. Und auch die nächste Güterzugstrecke steht auch schon in den Startlöchern. Das ist dann die amerikanische Cane Creek Strecke im US-Bundesstaat Utah, also eine etwas andere Gegend, aber auch eine sehr interessante Gegend. Die Clinchfield Railroad, der ein oder andere kennt diese Strecke vielleicht schon richtig, die gibt es auch für den Train Simulator. Da ist die Hauptstrecke etwas länger, aber dafür eben die gibt es da weniger Nebenstrecken. Und hier ist es genau umgekehrt, hier ist die Hauptstrecke, glaube ich, 4 Meilen kürzer, dafür gibt es aber sehr viele Nebenstrecken. Und wir können, wie wir das bereits von der Strecke Sandpatch Quaid kennen, auch an verschiedenen Orten eben auch unsere Waggons mit Kohle beladen. Also auch da gibt es diese interaktiven Stellen, Minen und so weiter, wo wir die Wagen eben beladen können, wenn wir das denn wollen. Zu dieser Strecke gehören weiterhin natürlich Trainingsmodule für die beiden Lokomotiven und eben auch 5 Szenarien. Wir spielen jetzt aktuell das kürzeste mit 40 Minuten. Das längste dauert, glaube ich, 130 Minuten. Weiterhin gibt es ja auch einen Fahrplanmodus mit insgesamt 48 Fahrten. Ja, das sind so die Eckdaten zu dieser Strecke. Wie gesagt, wir befinden uns, also wir können ja gleich in 2 Bundesstaaten unterwegs sein. Eben, wie gesagt, Kentucky und Virginia. Und wir befinden uns wieder in den Appalachen, nur einige tausend Kilometer südlicher. Wir waren ja schon mal in den Appalachen, richtig, auf der Sandpatch-Quaid-Strecke. Die ist ja, wie gesagt, einige tausend Kilometer nördlich in den Allegheny Mountains. Und das ist eben auch ein Teil der Appalachen. So, jetzt durchfahren wir erst einmal hier den Tunnel, den ersten Tunnel. Und was mir am Train Simulator, ich habe ja die Strecke im Train Simulator auch schon mal let's play, die ist ja im Train Simulator 2021 Bestandteil des Komplettpakets. Könnt ihr euch also auch im Train Simulator angucken. Was mich dort so begeistert hat, ist halt, dass man da wirklich das Gefühl hat, durch die Wildnis zu fahren und halt dieses Feature, dass man im Begleitwagen eben auch eine Passagieransicht hat und quasi von dem ganzen Zug mal von hinten betrachten kann. Das geht ja leider hier in Trains of World 2 nicht. Man kann zwar bei Personenzügen als Passagier mitfahren, aber du kannst halt nicht, wenn du in die Lok fährst, als Passagier und den Zug springen. Das funktioniert leider nicht. So. Der nächste Punkt, wo wir anhalten sollen, ist in Bertha Abzweig in 6 Meilen, aber wir fahren auf dieser Strecke nur sehr geringe Geschwindigkeiten. Wir können vielleicht mal hier einen kleinen Blick auf das Streckennetz werfen. Und wir sehen jetzt hier, wir sind jetzt in Elkhorn gestartet. Und die komplette Strecke führt uns halt bis nach Dante. So, das ist hier, wo wir jetzt hin sollen. Und die komplette Strecke, wie gesagt, führt nach Dante. Und ihr seht, was das für ein kleines, ist ein richtig schönes kleines Streckennetz. Fragt mich jetzt nicht, wo Dante ist. Ich bin die Strecke so noch nicht. Ich müsste hier, glaube ich, sein. Da seht ihr mal hier die ganzen Nebenstrecken, die noch dabei sind. Also hier gibt es schon einiges, was man erkunden kann. Finde ich auch eine schöne Idee, eben auch mal so ein kleines Streckennetz zu bauen. Ja, wie gesagt, Personenzüge können wir hier nicht fahren. Wir fahren ja ausschließlich Güterzüge und das ist halt eben so eine solche Strecken. Das muss man dann eben auch mögen, solche reinen Güterzugstrecken. Das ist ja, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Ich sehe es ja auch bei den Infovideos, wenn ich solche Strecken ankündige. Die meisten wollen dann doch eher Personenzüge fahren und oder meistens eher lieber deutsche Strecken. Und hier, das ist halt eben was für Fans von solchen typischen amerikanischen Güterzügen. Ihr könnt ja jetzt mal die Wagen hier zählen, wenn ihr das möchtet. Da sehen wir erstmal unseren Zugverband. Voll beladene Kohlewagen, die wir hier am Haken haben. Und ihr könnt ruhig mal die Waggons zählen und schreibt mal das, was ihr raus habt, in die Kommentare, wie viele Waggons das sind. Denn in den USA, da sind ja die Güterzüge viel, viel länger als in Deutschland. Da hat man Güterzüge, die können mal mitunter 2-3 Kilometer lang sein. Deswegen gibt es dann eben auch bei diesen Strecken, die eben über solche Gebirge gehen, eben mal 3, 4, 5, 6 Loks den Zug eben ziehen. Oder oftmals hat man es auch, dass dann die Züge teils noch von 2 Dieselloks geschoben werden. Also das ist schon eine andere Hausnummer als in Europa.
Ihr seht alles voll beladen mit Kohle. Virginia und Kentucky, das sind ja auch die Bundesstaaten, wo sich sehr, sehr viele Kohleminen befinden und Kohle abgebaut wird. Das ist ja genau. Und hier sehen wir auch den Begleitwagen. Ich glaube, das ist ein bisschen kürzer als im Train Simulator, wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Und hier kommt schon der nächste Tunnel. Das Szenario selbst hier ist mit einer Spielzeit von 40 Minuten angegeben. Ob das so stimmt, na, bei Güterzug-Szenarien in Transom World 2 bin ich mir da überhaupt nicht sicher, ob das wirklich so ist oder ob das wieder länger dauert. Ich kenne das ja zum Beispiel von der Sandwich Crate. Und diese Clinchfield Railroad, das ist ja nun schon die vierte reine Güterzugstrecke. Wir sind übrigens auf der höchsten Beschleunigungsstufe. Okay. Diese Clinchfield Railroad, das ist die dritte Güterzugstrecke, wo sich ausschließlich alles um Güterverkehr dreht. Die erste war ja die Sandpinch Crate, die ist ja auch in Train Simulator 2 im Basisspiel enthalten. Dann gibt es noch die kanadische Oakville Subdivision, wo sich auch alles um Güterverkehr dreht. Was ich da ein bisschen schade finde, denn es ist eine Strecke, die in einem, wo eben auch eine Passagierstrecke daneben ist. Und da finde ich schade, dass es da heute, bis heute noch keinen Personenzug gibt dafür. Und dann haben wir jetzt hier die Clinchfield Railroad, das ist, wenn man so will, die zweite, eigentlich die zweite reine Güterzugstrecke, wo wirklich nur Güterverkehr stattfindet. Und dann steht ja mit der Cane Creek, wie gesagt, mit der Cane Creek Subdivision in Kürze die dritte Güterzugstrecke in Aussicht, die dann kommen soll, die dann auch von Skyhook Games entwickelt wurde. Diese Strecke hier stammt von Dovetail Games. So, und ihr seht, es sind zwar nur 5,7 Meilen bis nach Bertha Abzweig, aber ihr seht, bei den Geschwindigkeiten mit 20 Meilen, das entspricht so 35, 40 Stundenkilometer und sowas in dem Dreh, da dauert das eben auch ein bisschen. Das muss man halt eben mögen. Also es ist ja meistens auch wirklich so, dass diese amerikanischen Güterzugstrecken dann eben wirklich durch die absolute Wildnis führen. Ich schalte jetzt nochmal den Sandstreuer an, da müssen wir hier nicht noch mehr Geschwindigkeit verlieren. Aber ihr seht, die Lokomotive, die läuft hier auf absolutem Maximum. Nicht, dass wir hier noch stehen bleiben, aber ihr seht, wir haben auch hier eine kontinuierliche Steigung von 1,5%, was für so einen sehr schweren Güterzug halt schon ordentlich Arbeit ist. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, unsere ganzen Güterwaggons, die sind voll beladen mit Kohle. Ah, das muss ich sagen, das fasziniert mich jetzt hier. Wie schön man hier die Wildnis dargestellt hat. Warte, ich zeige es euch nochmal. Das war so meine größte Befürchtung, dass man das nicht so schön darstellt wie im Train Simulator. Aber ich fahre es jetzt, wie gesagt, selber hier zum ersten Mal. Man sieht, dass es hier dann doch schon einiges, also dass man sich schon sehr, sehr Mühe gegeben hat, diese typische amerikanische Wildnis darzustellen. Doch sehr gelungen. Sieht zum Beispiel deutlich besser aus als bei der Arosa-Bahn. Ist so meine persönliche Meinung. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel, hier ist zum Beispiel eine Stelle, wo Kohle aufgeladen werden kann. Ja, schaut euch mal diese amerikanische, diese typische Wild. Man merkt, man hat auch hier wirklich das Gefühl, dass man hier in der Wildnis unterwegs ist und nicht irgendwo im Industriegebiet, sondern ihr seht hier wirklich, finde ich sehr, sehr, sehr schön gestaltet auf jeden Fall. Ist doch besser gelungen, als ich es geahnt habe in Train Simulator. Das muss ich jetzt wirklich fairerweise sagen. Ich hatte da echt meine Befürchtungen, dass das nicht so schön aussieht. So, ich versuche natürlich, wie ihr mich kennt, während des Displays natürlich gleichzeitig wunderschöne Screenshots zu machen. So, das Licht im Führerstand können wir ausschalten jetzt aktuell. Das war jetzt kein Tunnel. Das klingt auch, hört ihr das? Das klingt auch so richtig nach amerikanischer Diesellok. Wir kriegen jetzt wieder ein Leveln auf, weil wir das mal betätigt haben. Seht ihr, ich hätte beim Abfahren eigentlich auch hupen müssen. Das ist ja in den USA, wird ja wesentlich mehr gehupt als in Deutschland. Oder allgemein in Europa. Aber ihr seht, wir haben ja ganz schön zu tun, den Berg raufzukommen. Immer noch 1,2%. Jetzt sind wir zumindest wieder bei 17 Meilen angekommen.
Ja, zu den Szenarien gehören natürlich auch verschiedenste Rangierarbeiten. Dann gibt es Szenarien, wo wir eben die Kohlenminen beliefern oder eben Kohle einladen und also Kohlen einladen können. Also die Szenarien finde ich sehr interessant, so von der Beschreibung her. Wie gesagt, das ist das erste Szenario, was ich jetzt hier wirklich spiele und das ist wohl wahrscheinlich auch das einfachste, was es hier aktuell gibt. Und auch das kürzeste gleichzeitig, denn das ist ja immer so eine Sache, gerade wenn man die Strecke, wie schon erwähnt, komplett erkunden möchte, ist das ja halt so ein Ding für sich. Ja? Also auch Sandpatch Quaid würde man die Strecke komplett erkunden. Zu jeweils 20 Minuten Videos, so wird das Ganze eben wäre das Videomaterial für eine komplette Woche. So, schaut euch auch mal hier diesen historischen Führerstand an. Also hier sehen wir auch noch deutlich mehr Mechanik, keine Monitore oder irgendwas, sondern noch richtig, also richtig eine schöne alte Diesellokomotive. Das ist doch schon sehr gelungen. So, jetzt geht es mal wieder ein bisschen schneller voran. Und es sind noch immer, Leute, sind noch immer 4,8 Meilen bis zu unserem nächsten Punkt, wo wir anhalten sollen. Wir haben schon 15 Minuten auf der Uhr. Aber hier scheint sich wieder eine Ausweichstelle zu befinden. Ein bisschen schade, dass man nicht in die Außenansicht kann, wenn der komplette Zug nicht aus dem Tunnel raus ist. Da gehen einem ja viele schöne Ansichten. Hier sind sogar ein paar Güterwagen abgestellt. Möglicherweise sogar ein kompletter Zug. Auch hier nutzt man natürlich die Gelegenheit, um uns nochmal ein paar schöne Bilder zu machen für euch. Wie wichtig sind denn euch eigentlich die Vorschaubilder? Schreibt das doch mal in YouTube, wie wichtig euch schöne Thumbnails sind. Also Thumbnails ist so heißen ja die Vorschaubilder auf YouTube. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Es gibt ja da manche Creator, die machen sich das Ganze sehr, sehr, sehr einfach. Machen gar keine. Andere geben sich extrem viel Mühe. Ich meine, für mich ist das eher so ein Zwischending. Einerseits ja, man möchte natürlich, dass die Leute die Videos schauen, ist logisch, welcher Creator möchte das nicht. Andererseits, ja, Thumbnails machen, bin ich ehrlich, ist für mich mehr oder weniger eine lästige Pflichtaufgabe, aber ich versuche es trotzdem so einigermaßen ansprechend hinzubekommen. So, jetzt geht es zumindest erstmal ein bisschen schneller wieder für uns voran, bei dieser Ausweichstelle hier. Ist denn zufällig von euch jemand dabei, der die Clinchfield Railroad im Vorbild kennt? Falls da mal jemand von euch war in der Gegend, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich noch interessieren, inwiefern ist das wiedergegeben. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, wie gesagt, die Strecke spielt ja fast vor über 40 Jahren. Das ist halt die Frage, inwiefern es da allgemein noch wieder Erkennungswert gibt. Die Landschaft sicherlich, aber die Strecke selber, da kann sich ja durchaus in den letzten Jahren einiges geändert haben. Die Felsen an. Also man merkt hier wirklich, man ist hier im Gebirge. Ich finde, das gibt man hier wirklich sehr, sehr gut wieder. Sehr schön gestaltete Felsen. Also die Strecke übertrifft sehr meine Erwartungen. Muss ich jetzt mal positiv, sehr, sehr positiv anmerken. Das war auch ein Grund, warum ich die jetzt nicht so unbedingt gleich let's playen wollte, weil ich gedacht habe, das wird sowieso bloß wieder eine Enttäuschung. Aber ich muss sagen, von der Gestaltung her hat doch diese Strecke meine Erwartungen sehr übertroffen. Sehr, sehr großes Lob für die Ausgestaltung. Also man hat ja wirklich das Gefühl, man ist im Gebirge, in der Wildnis. Hat man genauso gut hinbekommen, wenn nicht sogar ein bisschen besser als im Train-Simulator. Muss ich echt loben. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das ist immer so. Also da gibt es auch einige Let's Player, zum Beispiel, die fahren die Szenarien oder so weit vorher, bevor sie das Let's Play spielen, die das schon mal durch. Muss ich sagen, mache ich in der Regel nie. Das Einzige, was ich in Trains in World 2 mache, ich spiele die Tutorien allein, um so ein bisschen zu wissen, wie rüste ich die Lokomotive auf und so weiter, dass man so ein bisschen weiß, wie funktioniert das Ganze. Aber die Szenarien, die spiele ich meist mit euch zusammen, auch das allererste Mal. Und deswegen, also, dass man das einfach zusammen zum ersten Mal erlebt. Aber ich bin sehr, sehr positiv hier wirklich überrascht über die Ausgestaltung. Muss ich sagen, hätte ich so wirklich nicht erwartet.
Und auch schon diese Idee hinter dieser Strecke, also, ja, wir spielen jetzt hier, wir sind jetzt in der Vergangenheit und haben dadurch eben gleich Lokomotiven in dem Zeitalter, also eben gleich mal zwei historische Lokomotiven, die wir hier nutzen können. Das ist doch auch sehr interessant. So, und wir nähern uns, wenn, ich hoffe mal, dass diese angegebene Zeit hier auch stimmen wird und dass wir nicht wieder, wie es schon einige Male vorgekommen ist, eine böse Überraschung erleben. Wir können ja mal ins Logbuch schauen, was uns da so noch erwartet. Das können wir ja nochmal, das werde ich jetzt gleich nochmal tun. Aber ich würde sagen, wir haben damit erstmal das Ende unserer heutigen Fahrt erreicht. Die restliche Fahrt nach Birta abzweigt, das machen wir dann erst im nächsten Video. Ich danke euch bis dahin erstmal wieder fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.